Meine Damen und Herren, wir fangen an und damit geht es los. Selling gegen Forest an der M4. Herzlich willkommen im Standoff auf der exklusiven Map der Blast. Und zwar das Standoff-Match zwischen den Ninjas in Pyjamas und den Vodafone Giants. So, es geht darum. 4, 5 Disziplinen. So, und da sehen wir erstmal Surfer-Action. Das ist Forest ja absolut on point. Guckt euch das mal an. Okay, alles klar. Er sucht ihn. Ah, oh, das ist so gut. Hä? Er ist immer noch da. Er dreht nochmal um. Oh, da fährt er. An der Wand. Oh, hat ihn gesehen. Oh mein Gott. Und da ist Forest. Ach, schade. So, 5 Disziplinen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, 5. 5 Disziplinen. Und darunter M4, AK, Deagle, CZ und AWP. So, aber Zellin führt das Ganze erstmal mit 3:0 hier an. Genau, und es gibt kleine Tricksereien. Man kann die Boxen unten runterschießen, man kann eine Granate aufheben, liegt da in der Mitte rum. So Kleinigkeiten gibt es da. Aber bisher sieht es gut aus für Zellin, dass er das M4-Duell hier ohne größere Probleme bisher für sich entscheiden kann. So, kann man die Map runterladen? Die gibt es, glaube ich, im Workshop sogar. So, und da ist Forest am Start. Also. Also, es geht natürlich auch um ein bisschen Kohle. Für den Sieger gibt es nochmal einen kleinen Bonus obendrauf. Nämlich zu den 25.000, die der Dritte bekommt, gibt es nochmal ganze 20.000 obendrauf für den Sieger von diesem Standoff. Also kannst du nochmal mit ein bisschen Bonusgeld heimgehen. Hat ja auch was. So, es geht nach vorne, zack, und Forest entscheidet das Duell. Also 4:3 steht es hier. Forest legt hier erstmal eine Schippe drauf. Forest wieder am Surfen. Oh. Und er wurde gesehen. Noch 4 AP. Oh, weiter wird gesurft. Zack. Ja, das macht ihm Spaß. Ah, aber da sind die 4 AP zu wenig. LOL! So, die Box, der Tod. So, muss Forest auch ein bisschen aufpassen. Zack, und da ist es die 5. Runde. Also, die Vodafone Giants natürlich vor heimlichem Publikum auf der Suche nach dem Standoff. Ich finde cool, dass die das Publikum mit abstimmen darf. Besonders, ich favorisiere sowieso bei so einem eher, ja, Event für die Community, natürlich auch im Standoff das Team, was für die Heimat bestimmt ist, also die Vodafone Giants, ist dann schon eine nette Geste. So, also sieht gut aus, 6-6. So, 7 Runden, die braucht man. Oh Gott, Forest wieder am Surfen. Oh, nein! Und er stirbt. Und damit geht die Runde an die Jungs der Vodafone Giants. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Klar, man geht jetzt mit einer Runde mehr rein in Führung in die nächste Partie. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, es zählt das Endergebnis. Ja. Am Ende zählt das, was im Endstand ist. So, der Wechsel. So, wir haben noch Deagle im Angebot, wir haben noch die AK im Angebot, wir haben die CZ im Angebot und die AWP, die Königsdisziplin. Die kam normalerweise immer am Schluss. So, also, Legro. Ready. For takeoff.
So, Lekro spielt Deagle gegen Killdream. Just for info. So, ein Lekro ist natürlich ein absolutes Biest an der Deagle. Also da kann man natürlich auch die Vorteile der Spieler einsetzen, die man hat. So, was macht Getright? Getright nimmt die CZ in die Hand. Res nimmt AK und Dennis AWP. Ja, hat man natürlich dann die Auswahl. Lekro hätte auch die AWP spielen können. Forrest hätte auch AWP spielen können. Gegen Fox, ne? Fox hat ja schon seine Erfahrungen an der AWP sammeln können, bei FaZe damals. Und diversen anderen Lineups, so, da muss noch ein bisschen eingestellt werden. So, und wie gesagt, es gibt nochmal 20.000 für den, der am Ende dieses Standoff gewinnt. Also easy peasy Geld, was man am Ende vielleicht nochmal verdienen kann. So, und damit warten wir natürlich auf den Start. So, und damit geht's los. Also. Okay, alles klar. Das war... das war schnell. Okay. Nichts gesehen. Sah aber gut aus. Jo, und schöne Schelle. Also. Bei Killstream läuft's an der Deagle. Dann muss Lekro erstmal durchatmen. Boxen fallen runter, Killstream auf dem Weg nach vorne. So, und da sucht man natürlich direkt das Köpfchen. So, kann Lekro hier draufkommen. So, ein bisschen mehr Munition hat er im Magazin, das heißt, er kann nochmal nachgehen. Killstream versucht es mit dem zweiten Magazin irgendwie mit dem Kill, aber beide gehen erstmal in der Putt-Situation raus. So, Lekro weiterhin im Vorwärtsgang, die Schilder kann man auch kaputt schießen, by the way, und damit ist es Lekro, der das Duell gewinnt. Damit steht es 2-1. So, die Offline-Finals für 99 Damage sind nächste Woche, by the way, weil es hier auch nochmal gefragt wurde im Chat. Ja, da unsere ersten Offline-Finals aus dem Studio in Spandau. Boah, nette Schelle da von Dekro. Genau, unsere Offline-Finals werden aus den Studios von Freaks4U in Berlin-Spandau ausgetragen. Dürft ihr euch drauf freuen, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Richtig nice Setup haben wir da aufgebaut. Ich würde mich drauf freuen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Soll ja eine Überraschung sein. Also. Boxen runterschießen ist immer ganz schön, weil theoretisch könntest du da auch den ersten Spieler treffen. So, Lekro mit dem zweiten Anschuss. Nö, und da beendet es Lekro. Also nicht umsonst ein Biest an der Deagle. So, Spandauer, was ist euer Handwerk? Das ist korrekt. Ahu. So, Berliner TV muss leider arbeiten. Ach, das ist aber schade. Hätte Berliner TV mal vorbeikommen können. So, starke Schelle von Lekro. Also, die Deagle in seinen Händen. Grazil. So, nächster Spieler wird gesucht. Boah, Lekro. Der hat aber auch Bock, mit der Deagle rumzuschießen. Ordentlich geböllert. Gut. So, easy peasy, vorbei. Also, wir gehen zum nächsten Punkt. Und das wird AK sein, nämlich Res gegen RMN. Damit geht der NIP erstmal solide in Führung. Ne? NIP, NIP.
So, also, Rez, natürlich auch ein Beast an der AK. So, wir haben natürlich nachher noch das Finale, das geht... Oh, es geht schon wieder los mit so einem Kill. Oh Mann, da kann man gar nichts sagen. Was ist das immer für ein Anfang? Erste Runde für die Jungs von den Giants. 12 zu 13 steht's. Und schon wieder die Box! Zweiter direkt hinterher. So, jetzt sollte Rez mal aufpassen, dass er nicht von der Box geholt wird. So, jetzt wird gesurft, Mann. Ah, stark. Oh! Ab ins Gesicht. Also, der Server unterwegs. Mit der perfekten Welle. So, wieder die Box runterschießen. Gang gebe. So, jetzt wird das Köpfchen gesucht. Entscheidet sich jetzt um. Ah, und dann schießt er die Deckung weg. Und das Ding ist vorbei. Aufpassen, da kommt wieder was von oben geflogen. Alles Gute kommt von oben. So. MN 16 AP gegen Rez mit 68. So, da fliegt direkt die Xbox runter. Deckung wird weggeschossen und diesmal hat es funktioniert, dass Rez sich selber die Deckung wegschießt und damit das Duell entscheidet. So, ich will noch einen Surfer-Kill sehen. So, was kommt jetzt? Eine Flashbang? Ja, moin. So. Komm, knife ihn. Nein. Ach, schade. Aber der Surf hat wieder geklappt. Ich will Minimum 5 Kills beim Surfen sehen. So, hier gibt es natürlich auch ein paar Granaten. Ne? So, Rez nutzt alles auf dieser Map. Das volle Potenzial, um den Gegner unter Druck zu setzen. Jo, und das war es. Also 1 zu 6. Wird direkt noch eine Granate mitgenommen. Zack. Und da wird weiterhin das Duell gesucht. Also Rez kann das bisher hier gut auf der Seite der Ninjas in Pyjamas halten. So, das hat man jetzt gehört, dass der Spieler runtergedroppt ist. Versucht an der Schräge das Köpfchen zu finden. Geht vorn, dass es er, wenn der zuschlagen kann. Also, einmal durchatmen bei den Vodafone Giants. Jo, und dann ist wir am Ende die nächste Runde. Ja, und das war's. Also, hat man für sich entschieden, 7 Runden geholt. Damit geht's jetzt auf die CZ, da darf Mr. Getright gegen Mutiris antreten. So, also es geht weiter. 0 zu 1. Die CZ ist natürlich eine Waffe, die sehr unberechenbar ist, besonders auf diese Distanz. Du hast halt nur 24 Schuss. Und ja, damit heißt es für die Jungs 14 zu 21. Also, die Jungs von den Ninjas Pyjamas, der weit vorne, aber Mutiris, der will sein Team hier nochmal ein bisschen nach vorne schießen. So, und damit... ist es hier. Nächste Runde, zack, und das gewinnt Getright für dich. So, also die Ninjas in Pyjamas können ihre Führung weiter ausbauen.
So, mal gucken, was er hier machen kann. Mutiris und Getright gehen hier in ein etwas offensiveres Positioning. Also zumindest erstmal auf der Suche an der Kante Richtung Mitte. So. Kill wird gesucht. Getright nur auf 9 HP. Zack, und dann wird hier umgetappt. Also Mutiris kann die Runde für die Vodafone Giants gewinnen. So, 3-3. Jo, und dann wird einfach umgetappt. Geht nach vorne. Jo, und dann ist es Getright. Also 4-4, 18 zu 23. So, Getright jetzt auch. Koch, surf doch, Mann. Komm, ich will einen Surfer sehen. So, es geht nach vorne. Warum surft da keiner mehr? Es ist langweilig, komm. So, gesurft werden muss auf jeden Fall. 5 zu 4. So, und wieder Mutiris. Also er gefällt mir sehr, sehr gut an der CZ. Und damit führt er das Duell an. Ne? Die Vodafone Giants können das für sich entscheiden. Damit wird die Lücke geschlossen und damit wird sich's über die AWP entscheiden, so wie es aussieht. Wenn Getright hier noch mal was drauflegt, und das macht er nicht. Also 4 Kills für Getright an der CZ. Und damit wird es über die Königsdisziplin, und zwar über die AWP, entschieden. So, und jetzt gegen Fox. Ne? Fox hat natürlich auch schon einige Erfahrungen gesammelt, das dürfen wir nicht vergessen. Der hat ja auch schon bei größeren Lineups gespielt, darunter beim FaZe Clan, hat ausgeholfen bei Penta damals, hat bei der Pro League gespielt. Ach, guck mal. Ey, was ist denn los mit NIP? Warum lassen die sich denn immer da vernaschen von den Boxen? Sind die noch am Pennen oder was? Das ist ja unglaublich, ne? So, komm, jetzt aber keine Box, ne? Geht nach vorne. Zack, und das war's. Also, Fox kann die Runde hier etwas weiter in Richtung von den Jungs von den Vodafone Giants lenken. So, nochmal die Box runtergeschossen. 22 zu 24, das ist zurzeit das Ergebnis. Zack. So, Leckshot. So, wer geht hier als Gewinner heraus? Das ist die große Frage. Oh, Dennis sieht gerade gar nicht gut aus an der AWP. So, vielleicht hätte man ja Leko auch an die AWP setzen können. Aber Dennis kann auch AWP spielen. Aber ich glaube, ich hätte es eher so rumgemacht, dass Leko die AWP nimmt. Und Dennis die Rifle dafür zum Beispiel. Oder Forrest an die AWP. Gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Du hast ja bei NRP den Luxus, 3 super AWP-Spieler zu haben. Ich finde aber Dennis an der Rifle besser als an der AWP.
Aber naja, das macht jeder. Es geht ja auch nur um Spaß, ne? Von daher, es geht jetzt nicht hier um einen Major-Gewinn. Oh, Dennis, stark. 24 zu 26, der Vorsprung kann gehalten werden. Jo, und Dennis direkt wieder mit dem nächsten hinterher. Also. Oh, die. Da habe ich fast ein Herz. Da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Da war die Box schon sehr, sehr nah. Ja. Oh, Dennis! Jawohl! Also. GG. Jetzt geht's um den Spaß. Das können sie nicht mehr aufholen. Also, NRP nimmt 20.000 mit Time. Das war's. GG. Und dann so ein schöner Kill, der es entscheidet. So, Dennis mit dem nächsten. Jetzt will man es aber auch. Jetzt will man es aber auch wissen. Komm, ich will nochmal einen Surfer sehen. Noll, will er sich. Okay, ich habe schon gedacht, er will sich selber töten. Am geilsten war bei der letzten Blast, war so eine Situation. Da sind beide an der gleichen Wand gesurft und haben sich getroffen und sind beide runtergefallen. War mega lustig. Ah, Fox passt gut auf. Also, 6 zu 5. Aber wie gesagt, NRP ist durch. Die können das Ding nicht mehr verlieren. Da können wir schon mal zu 20.000 herzlichen Glückwunsch sagen. So, komm. Dennis, komm, gib uns nochmal den Surfer. Komm. Ich glaube, es war für uns Sorge. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es genau war. Aber das war mega lustig. So, auf jeden Fall ist es vorbei. Die Ninjas in Pyjamas dürfen sich ihren 20.000 Dollar Scheck abholen. Guck mal, da ist noch Spaß bei der Sache, meine Freunde. Aber ich glaube, da braucht man nicht so enttäuscht sein bei den Vodafone Giants. Es ist halt eher zum Spaß. Auch so ein kleiner Fanservice. Klar hätte man gern die 20.000 mitgenommen, klar. Aber wer hätte das nicht gern, ne? Für die 20.000 hätte ich auch gerne mitgenommen. Thank you very much. Congratulations, ladies and gentlemen. We have our stand of winners. Make some noise for NIP! I'm going to present this abnormally sized check to them very, very shortly, but I make sure as well, as soon as they come up stage, to give them a huge round of applause. They've deserved a valiant weekend they've had. Third place in the tournament as well, where they're coming this way very, very shortly, but incredible stuff. Should we give a big round of applause as well to the Vodafone Giants? Huge round of applause to our runners-up Vodafone Giants! And I think NIP are coming up this way very, very shortly to collect their check. And I hope they do. They're just D keyboard and mousing right now. But what an amazing, amazing standoff match. We then have ourselves a grand final coming your way as well. Astralis versus Ence. Are you guys ready for the grand final? Yeah? I hope so. I'm hyped. I just gave myself goosebumps. Are they coming this way? I hope they are. I can peek around the corner. I mean, I could always go and give it to them if you want me to. But I don't mind. Are they coming? NIP, are you going to come and get your check? Yes? No? Should I just go and stand there and give it to them? Probably a good idea. Okay, let's do this. Follow me this way. Let's give the check to them this way. Gentlemen, I'm going to present the check here. Rez, where's the rest of the team gone? Are they coming round? It's all yours. It's all yours. Here, they're coming round now. There he is. Come over this way, guys. Come in this way. Come and gather around here. We're all pretty much here anyway, so it's fine. We'll fly by the seat of our pants here. Okay, I've got Get Right next to me. The rest of those, come here, guys, come here. One more time, make some noise for NIP! Gather around, chaps. A few quick questions before we finish. Forrest, I'll come to you first. What an incredible weekend here in Madrid. How much have you guys enjoyed being here in front of this crowd? I mean, it's been incredible. I see my face all over the place, which I love, so. There is a lot of your face. Who's got a Forrest face? Let us see it. That is a beautiful stuff out there. So, no, it's been incredible. I think the team, we did good. I love you. Yeah, I love you. That's good. And those heads are extraordinary. I want one.
Look at that beard. Fantastic. That is majestic. And the team have performed brilliantly as well. Obviously, you travel from Sydney and things, a bit jet lag, but you've performed brilliantly. How has it been for you as a team? Are you pleased with the performance in general? In general, yes. I think the Giants game could have gone differently, maybe. But other than that, I think we played good Counter-Strike, and I think we'll come back and be happy with the results. Indeed. You got your revenge in a standoff, at least. Yeah, we did. One last thing before we wrap this up. Is there anything else to share with the audience here in Madrid? They've been so supportive to you. What would you like to say to them? I think Getright has some words for that, actually. Getright, you've got some words for the crowd here? Thank you. Very good. One more time. Give it up. They've come third in the tournament. Your standoff champions. Give it up for NIP. Congratulations, fellas. So much more coming your way.